Ansonsten, Jessi hat doch gesagt, dass es ihr egal ist, oder? Rebellion. Dann zieh ich halt einfach nur eine schwarze, etwas schickere Jeans an. Mit einem Hemd. Ich habe da kein Problem mit, weiß ich nicht. Alle Humore. Ja, wir gehen jetzt gleich in den Raum der Wünsche. Einen Moment. Dieser Demi-Geist lässt mir jetzt keine Ruhe. Lumos. Rebellion. Jetzt das hier? Keine Ahnung. Jo, warum kommen wir denn hier nicht durch? Ist eigentlich von Poppy Playtime schon was Nächstes wieder draußen? Und das nächste Chapter? Ich hab gar nichts mitbekommen. Würde mich mal interessieren, hätte ich mal Bock zu zocken, ne? So langsam. Leute, was machen wir eigentlich hier? Hausmarken sammeln anscheinend. Was, wo ist der jetzt hin? Hä, was? Hä? Flatternde Handbuchseite da. Akio! Was ist das? Ich habe auch nicht gesehen, wo jetzt die Hausmarke hingeflogen ist. Die wollen mich doch alle verarschen. Rebellion. Aber müsste doch eigentlich in der Nähe sein. Eigentlich kann es nicht so weit weg sein. Ja, nur hier oben ist halt auch die Suche nach dem Demir-Geist halt einfach kompletter Quatsch, ne? Ach, guck mal, hier müssen wir wegen der Hausmarke hin. Perfekt. Perfekt. Boah, es geht ja noch höher. Boah, ich sehe gar nichts. Zu dunkel. Heilige Scheiße. Wo geht's hier lang? Interessant. Gehen wir mal noch einen höher. Jo, richtig krass. Kann man das irgendwie... Arresto Momento. Geht jetzt irgendwas kaputt? Zahnrad einfach mal anhalten, gar kein Problem. Ja, vor allem, was machen wir hier? Warum? Rebellion. Gibt es hier irgendwas Spannendes? Nochmal ein Hausmarkenschlüssel, so wie ich das sehe. Oh, schau mal hier. Nochmal eine Handbuchseite. Nice. Lass uns einmal zu der Hausmarkenschlüssel, zum Hausmarken-Dingbumsen-Schlüssel gehen. Wo fliegt der hin? Wo fliegt der? Hallo? Hier lang. Ach, hier. Wir haben schon viele Hausmarken gefunden. Ich glaube, das ist jetzt Nummer 11 und 16 brauchen wir. Gar nicht so schlecht. So, Alter. Hier waren wir aber schon mal. Hier haben wir die Luftlampe fertig. Oh, hier ist der Krankenflügel.
Ah, Alohomora-Stufe 2. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, ist genau das gleiche. Kein nichts anderes. Ist halt einfach nur freigeschaltet, dass man das einsetzen kann. Okay, gut. Aber wenn dann so ist. Sehr schön. Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel, anwesende Heilerin, Schwester Norrin Bailey, Patientenname Tasmina McLaggen, zumindest nehmen wir das an, Alter 13, Notizen. Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLaggen handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen an Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo Hospital geschickt wird, teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befunds, teilweise weil der fast kopflose Nick um mich herum schwebte und ich aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sie sich doch schätzen könne. Die Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm und wenn sich dieses Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag: Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Ohne erkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise fort eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu schmollen. Lol. Herrlich. Der fast kopflose Nick beneidet einfach alle, die ganz kopflos sind. Heilige Scheiße. Schwester, eine Patientin auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Alter, geschwärzt. Notizen. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt, auch wenn meiner Ansicht nach Aufweisung von Professor geschwärzt wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben ein Auge so stark verdreht zu haben. Es grenzt ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um die Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, sollte ich sagen, unerhört, aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein Reinblütiger losgeflogen ist und geschwärzt, bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen, geschwärzt, unfassbar. What the fuck? Ein Reinblüter, wie bei ihrem Wahn vom reinen Blut. Das ist jetzt alles ein bisschen hier eskaliert, ne? Mit dem. Wir wollen in Richtung Raum der Wünsche. Aber jetzt sind wir hier halt ganz oben angekommen. Und Leute, wisst ihr was? Was wir immer noch nicht geschafft haben, ist die eine Demigeist-Figur. Aber ist egal. Wir gehen jetzt wirklich in den Raum der Wünsche und machen die Quest. hallo? Ich will ein... Was? Die Halle... Nee, ich will ein... Hallo? Wo war der Raum der Wünsche? Irgendwo hier oben. Oh, wir hatten noch eine... Dingsbummens für den... Hallo... Große Treppe, Kugel hoch, Trophäe. Hey, Raum der Wünsche. Och, Menno. Du musst eigentlich hier irgendwo sein. What the fuck? Ach, hier oben. Da unter geheime Räume. Ah, okay, da hätten wir lange suchen können. So, einmal ganz kurz zu unseren Haustieren gehen. Gucken, ob wir neue Sachen sammeln können. Hallo, Tierchen. Wie geht's euch? Ja.
Einmal füttern. Sehr schön. Du genauso. Einmal bürsten. Einmal füttern. Ey, bleib hier! Ey, kleiner Vogel. Ja, es folgt. Es folgt. Du auch. Einmal bürsten. Was haben wir mit dir jetzt gemacht? Wir haben dich gefüttert. Das heißt, wir müssen dich noch einmal bürsten. Achso, ist auch gerade mit Fressen beschäftigt. So, dann jetzt. Ja. Sammeln. Oh, 5 Federn direkt. Nice. Ey, du bleib hier. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Du hast bestimmt auch Hunger. Wo ist unser kleines Lama? Ja. Bitteschön. Tuddelmuff. Du musst auch kurz warten. Warte, warte, warte. Einmal bürsten. So, ein Tuddelmuff wird jetzt gefüttert. Ne, sammeln ist immer gut. Vor allem Haustiermaterialien. Wo war der andere Vogel? Was für ein geiles Gehege die aber auch einfach haben, ne? Die können sich... Oh, Moment, wir hatten doch ein neues Tier. Oh, wie konnten wir die denn nochmal hier freilassen? Moment. Wie ging das? Du, Kniesel. Oh. Wie ging das nochmal? Shit, ich hab vergessen. Wie man Tiere hier reinpackt. Ha. So ging das. Artenobergrenze erreicht. Verkaufe Tierwesen bei... Ach so. Wie jetzt? Warum? Hä? 4 von 4. Aktive Tierwesen. 6 von 12. Wie jetzt? Artenobergrenze erreicht. Hä? Warum geht das denn nicht? Verkaufe Tierwesen bei Schnabel und Brut, um in deinem Tiergehege Platz für diese Art zu schaffen. Verstehe ich nicht. Warum sollen wir die denn verkaufen? Ich passe auf dich auf. Komm, wir haben ja schon einen Vogel von dem. Geht nicht. Okay, keine Ahnung. Ach, müssen wir vielleicht die einmal fangen? Und dann... Ey, der hier brauchen wir noch. Einmal fangen. Und dann verkaufen, damit wir die dann freigeschaltet haben, um die hier freizulassen? Ja, irgendwie keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Haben wir jetzt alle einmal durch? Haben wir. Nice. Bis später, meine Mäusis. Seid schön lieb. So, Malvenkraut, bitte. Jawohl. 5 Blätter Malvenkraut. Und direkt die nächsten in Anmarsch. 10 Minuten. Aber wir brauchen noch mehr von diesen Gerätschaften. Was haben wir hier? Ach ja, das war das zum Verkaufen. Moment, brauchen wir aber im Moment jetzt noch nicht. Wir brauchen einmal das zum Identifizieren. So, dann schauen wir uns das doch einmal an. Okay, egal, keine Eigenschaft. Keine Eigenschaft. Erhöhter, oh, 18 Verteidigung mehr und erhöhter Schaden mit Alraune. Deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Ja, dann macht das auch mehr Sinn. Was haben wir denn jetzt hier noch für... Erhöhter Schaden durch Venomosa Krankatula. Okay, nehmen wir auf jeden Fall, weil bei einem anderen haben wir gar keine Verzauberung drauf. Aramankrankula. Okay. Okay, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir den Rest einfach mal wieder alles verkaufen können. Erhöhter Schaden mit Alraune. Naja, das war das. Okay, ich verstehe. Was denn noch hier? Malvenkraut. Ja, ja, alles gut.
Ja, mehr in das Buch schreiben, ist immer gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch 30 Minuten, dann ist Richard 3 wieder installiert. Nice, hat die Serie dir jetzt auch so viel Bock gemacht. So viel Bock darauf. So, ich möchte einmal, nicht Änderungszauber, Beschwörungszauber. Ich möchte noch mehr von den... Ich habe immer mal wieder überlegt, das wieder zu gucken, aber ja, jetzt habe ich doch recht Bock. Nice. Ich will eigentlich... Moment. Zum Tränke, Zaubertränke herstellen. So einen Tisch wollte ich nochmal haben. Der kommt dann nämlich auch hier hin. Ja, sieht nicht schön aus, aber wir brauchen halt mehr davon. Noch einen davon. Und auch auf jeden Fall einen noch. Ja, die Frage ist... Sehen wir irgendwo, welchen wir schon haben, welchen nicht. Wir brauchen halt mittel, klein und groß wäre halt nicht schlecht, ne? Aber ein großer nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ein großer. Groß haben wir auch noch gar nicht. Ja, scheiße, ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Ist halt total scheiße, ich weiß, sieht nicht schön aus. Aber nützt nichts. Wir brauchen das im Moment hier so. Hä? Ach, ich bin dumm, Mann. Das ist doch... Oh. Was tue ich denn? Was tue ich denn? Nicht Verwandlung. Wie kann ich den... Oh. Änderung, warte, ich nehme das alles mal mit rein jetzt. Ja, oh, come on. Ich will ihn weg haben eigentlich. Deaktivieren. Ist das nicht... Wie kriege ich den weg? Oh mein Gott. CTRL halten ist doch... Was? Scheiße. Wie kriege ich den wieder weg? Oh mein Gott. Was habe ich getan? Wie bekomme ich den weg? Ich will den einfach nur weg haben. Ist CTRL die Steuerung? Halten, Undock, deaktivieren. Ja, keine Ahnung. Ich will den weg haben. Ja, mach den halt noch größer, ist klar. Ach, keine Ahnung. Ich stelle ihn jetzt hier hin und der soll mir nicht auf den Sack gehen. So. Da mussten wir runtergehen. Und Kräuterkunde. Ah, ich verstehe. Kleintopf. Ich brauche aber große Töpfe. Können wir nicht. Mittelgroß können wir nicht. Und groß... Doch, groß können wir. Aber haben wir groß und klein? Haben wir, ne? Ne, können wir nicht. Doch, können wir. Haben wir auch. Okay, zwei von sieben. Das ist einmal ein groß und einmal nicht... Weiß ich denn? Ach, egal. So, wir brauchen auf jeden Fall einmal kurz schauen. Was wir machen können, ist... Erhöht den Zauberschaden, ja. Das einmal bitte herstellen. Das geht ja super schnell. Donnergebräu können wir nicht. Fokus reduziert die Abklingzeit für Zaubersprüche. Wird denn, ja, Unsichtbarkeitstrank können wir aber auch nicht machen. Endurus-Trank stellen wir dann mal einmal her. Und jetzt auch auf jeden Fall noch einmal, doch noch einmal den Maxima-Trank. Eigentlich ein Getränk, den wir sehr, sehr gut gebrauchen können. Dann gucken wir uns jetzt einmal kurz im Webstuhl um. Und dann sprechen wir mit Diek. Wenn wir mit ausgerüstet haben, halt die Sachen hier, ne? Eigenschaft betrachten. Das ist das, was da im Moment aktuell drauf ist. Das hier ist schon Stufe 2. Deutlich erhöhter Zauberschaden während versteckt durch die Illusion. Deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Schon auf Stufe 2, was halt nice ist, ne? Wie weit geht das denn? 3 und weiter kommen wir noch gar nicht. Warum nicht? Erhöht Schaden durch alle. Warum schaffen wir das so nicht? Alleine von unserer Stufe her oder was?
erheblich. Okay. Stufe 3. Erheblich erhöhter Schaden durch chinesische Graukohl, durch alle Pflanzen. Erhöhter Schaden durch Bombarda, durch Incendio. Erheblich erhöhter Schaden durch alte Magiewurf. Erheblich erhöhter Schaden mit Pratificus Totalus. Knieselfell. Da haben wir aber auch nur einen einzigen von. Dafür braucht man alles ein Knieselfell. Und hier. Oh, Feder eines Dirik. Warum haben wir denn immer nur eine Sache davon? Hier brauchen wir Knuddelmuffa. Okay, was wir auf jeden Fall machen können, ist. Die Sachen, die wir noch gar nicht verzaubert haben. Haben wir da überhaupt was von? Nee, ne? Oder doch? Eine Sache doch bestimmt. Moment, wir haben das ausgerüstet, ist was drauf. Durch Kobolde, okay. Da ist was drauf. Da ist was drauf. Da ist was drauf. Das ist aber auch nur Gift 1 halt. Das ist halt alles Quatsch. Ich mach einmal deutlich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Ist da jetzt drauf? Wir können natürlich auch, weil wir eh genug von dem ganzen anderen Zeug haben. Konzentration 2 ist gut. Boah, jetzt haben wir sie sogar schon zweifach drauf, ne? Okay. Erhöhter Schaden durch Vemusa Kankakula. Ist nicht so schlimm. Wir können auch was anderes nehmen. Erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Go. Wir haben eh Knuddelbefahr genug. Den packen wir da drauf. Durch Kobold, das ist okay. Also das ist jetzt okay. Das ist okay. Das ist okay, das ist okay. 1, 2, 3, 4. Kann man die anderen Sachen nicht verbessern oder was? Ausrüstung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What the fuck? Der Umhang hat doch keine Eigenschaft drauf. Warum können wir unseren Umhang nicht verzaubern? Oh, doch, können wir. Ich war einfach nur. Okay, ja, einfach. Okay, ich bin einfach nur doof. Hier müssen wir noch was draufhauen. Irgendwas mit Stufe 3 können wir machen. Der hier erhebt. Diese Eigenschaft ist so mächtig für dieses Objekt. Oh, okay. Das kommt dann auch noch dazu. Alles klar. Dann machen wir einmal den hier noch. So. Trolle sind eh relativ einfach. Und den hier haben wir noch ausgerüstet, ohne. Ohne Eigenschaft. Dann machen wir einfach den hier. Reduzierter Schaden durch schwarze Magier. Jetzt haben wir auf jeden Fall auf jedem Ausrüstungsteil mal eine Verzauberung, die uns ein bisschen weiterbringt. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit ja, hätten. Ja, was ist denn los, Deke? Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Nein, jetzt bekommen wir. Oh Gott. Was passiert jetzt? Jetzt. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Tatsache. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Jo, kein Problem. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Okay. Ist die Höhle jetzt hier drin, oder was? Wäre ja merkwürdig. Boah, wie geil ist das denn hier, bitte? Können wir jetzt unseren... Oh ja, können wir. Oh, Hippogreif und Testral genauso.
Oh, wie cool. Oh, 3 Feder eines Hippogreifs. Heiliger. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wie nice ist das bitte einfach? Hier mit diesem Tiergehege und mit den... Und mit den... Sachen und so, mit dem, dann mit dem Verzaubern und dass man sich um die kümmert. Boah, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Mega, mega nice. Haar eines Testrals. Er ist einfach so gut. Er ist einfach so, so, so gut. Wir haben alle einmal durch. Alter. Ich könnte hier echt einfach nur ein paar Minuten hier drin verbringen und den Tierwesen dabei zusehen, wie die hier leben, ne? Und was die so machen und so. Mega geil. Aber keine Ahnung, ich feiere jetzt komplett. Aber bis später, seid schön lieb. Mega, die richtig krank nice Idee einfach. So, können wir hier nochmal mitnehmen? Jawohl. 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 Her damit, her damit, her damit. So, können wir das auch nochmal mitnehmen? Perfekt. Ah. 3 Minuten, aber das ist nicht so wichtig. Wir haben wieder 10 Blätter des Malvenkrauts. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir können wieder... Prüfung Merlins machen. Nice. Nice. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt, okay. So, wollen wir Dick dann auch mal direkt helfen? Ja, ne? Wo ist diese Höhle? Oh. Da müssen wir hin. Oh ja. Das ist ein bisschen weit weg. Da waren wir noch gar nicht so. Doch, wir könnten natürlich... Ja komm, wir machen das jetzt einmal direkt mit dem Deke, ne? Und dann machen wir Hauptstory weiter. Ja komm, wir wollen mal ein bisschen mehr Hauptstory machen, oder? Ich glaube, wir wollen mal ein bisschen mehr Hauptstory machen. Ich habe irgendwie selbst keine Lust darauf, immer so ein Part Hauptstory, 5 Stunden was anderes. Ein Part Hauptstory, 5 Stunden was anderes. Irgendwie geht mir das selbst auf den Sack. Aber ja, irgendwie bietet sich das immer diesen wieder an. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Für was? Welchen? Moment, stopp, stopp, stopp. Ach da. Ja, aber wenn ihr mir dann auch noch diese Hinweise gibt, dann geht das nicht anders. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Aha, alright, alright, okay. Haben wir den schon mal gemacht? Oh. Oh, du bist aber auch ein Penner manchmal, unser Charakter, ne? Dann gibt uns den Hinweis darauf und dann können wir da gar nichts machen, weil wir das halt schon mal gemacht haben. Hätte ich normale Arbeit. Aber wir müssen einmal unserem Elfenfreund helfen. Das würde ich jetzt noch einmal gerne sofort tun. Und dann machen wir echt wieder Hauptstory weiter. Uiuiuiuiui. Confringo! Legioso! Defendo! Confringo! Das muss die Höhle von Tops sein. Ja, ja, ja. Oh Gott, ihr lebt noch? Wie die einfach brennend. Oh Gott! Hier rumlaufen, die leben noch, ja? Confringo! Legioso! Defendo! Ui, der andere auch oder ist die jetzt schon down? Andere Spinne? Hallo Fido, du warst ja lange Zeit ruhig und lieb. Das ist ja unfassbar. Ja, ich kann mir vorstellen, warum der... Spinnenfangzahn, her damit. Warum der Kobold, sag ich schon, der Elf hier nicht rauskam. Wenn er 2 so große Spinnen... rumtouren und ich bin in der Höhle versteckt, würde ich da auch alleine als Elf wahrscheinlich nicht raus. Obwohl, Elfen können halt auch so gut zaubern, ne? Eigentlich ist das irgendwie auch Quatsch. Mann. Confringo!
Tops, wo bist du? Tops? Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Oh, wie fies, ey. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. What the fuck? Tops Meister ist furchtbar. Alle, die Harry Potter Bücher gelesen haben, wissen, was Beelfer ist. Beelfer, ausgesprochen Belfer. Tops! Tops, wo bist du? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Ist die Zeit gekommen, dass ihr mir beweisen könnt, dass ihr die Bücher von Harry Potter gelesen habt. Denn das kommt natürlich wieder auch nur in den Büchern vor. Stufe! Confringo! Gepinkt! Leviosa! So, Top, wo bist du? Tops. Hört sich an wie so der Spitzname von Topsy. Vom allerersten Haustier von meinem Wellensittich, der hieß Topsy. Wir haben auch manchmal Topstops gerufen. Ach, was ein toller Vogel er war. Topstops. Hat mich irgendwie sofort daran erinnert. Tops, bist du in dieser Truhe? Nein, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Geh weg, du kleine Spinne. Pops. Ja, ich hab dich schon gesehen. Confringo! Levioso! Descendo! Defendo! Triff eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Wie geht denn das? Okay. Okay, hier kommen jetzt wahrscheinlich nochmal mehr Kämpfe. Und dann sollten wir Tops doch eigentlich fast Tops haben. Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Oh nein, noch tiefer. Confringo! Echt, dann hat sie explodiert. Descendo! Levioso! Defendo! So ist gut, Bobby. Siege Spinntiere 70. Confringo! Hier ging es jetzt nicht mehr weit. Ja, da waren schon wieder neue Spinnen. Ich wollte die alte mal gucken. Ja, genau. Hier gab es nämlich auch noch eben was zum Einsammeln. So. Oh, wo kommst du denn her? Heilige Scheiße. Confringo! Jetzt müssen wir die alte Magie einsetzen. Confringo! Defendo! Ja, komm. Gib mir wenigstens einen Fangzahn oder sowas. Na komm. Nein. Ich brauche auch ein paar Materialien von euch. Ich will euch ja nicht umsonst töten, so. Revelio! Hier haben wir noch Confringo. Was. Gehen wir hier vorbei? Nee, auf einer anderen Seite vermutlich. Oh, wir haben da auch so viele Sachen übersehen. Egal. Die Höhle ist doch größer, als ich dachte. Ja. Hier sind schon die ganzen Eier, die werden wir schon mal vorher zerstören. Ansonsten wimmelt es hier gleich nur von kleinen Krötern. Komm, trink! Das wollen wir nun mal auch nicht. Rohrklumpensaft. So viel Rohrklumpensaft. Was auch immer das war. Jetzt ist es Geschichte. Tops, wo bist denn du? Heilige Scheiße. Ja, hier ist noch was. Wir nehmen aber natürlich alles mit, was wir so finden. Okay, hier geht's runter.
sollte einmal speichern. Einfach nur so. Man weiß ja nie. Oh. Heilige Scheiße. Nein, ich wollte nicht X drücken. Ah, die war total verschwendet. Oh, ouch, scheiße. Hallo? Oh, oh. Ist doch gut. Auf damit. Das wollte ich nicht eigentlich machen und nicht alte Magie einsetzen. Verdammt. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen. Ja, danke. Spinnen das klingt ja nicht mehr. Gerade ermutigend. Nö, nicht wirklich. Rebellion. Aber nützt ja nichts. Jetzt sind wir einmal hier drin. Jetzt ziehen wir auf jeden Fall nicht wieder zurück. Hallo, Philo. Wir müssen Tops suchen. Hier waren irgendwo noch Spinnen. Aber haben die uns auch gesehen? Okay, wir rennen erstmal durch. Oh, hier. Alter! Ich hoffe, der Rückweg. Oh Gott. Oh Gott, das, okay, sieht nach Boss aus. Bin mal gespannt, wie stark. 31, okay. Ja, Mann. Alter, wenn die Kleinen schon so krass sind. Oi. Junge! Okay. Heilige Scheiße. Aha, ich weiß nicht genau, wie wir das machen auf den Moment. Aber da kommen ja immer mehr. Boah, ja. Was für Scheiß? Okay, Moment. Oh, shit. Boah, die dürfen natürlich noch alle gleichzeitig kommen. Wir haben ein Problem. Wir machen das jetzt mal weiterhin so. So passt das, glaube ich, ganz gut. Wir können das voll vergessen. Allerdings mittendrin zu stehen, wird alle gleichzeitig zu kämpfen. Aber so kriegen wir die Arantula kaputt. Wäre aber auch verrückt, mittendrin zu stehen, wie viele kleine Spinde einfach kommen. Und... Uiuiui. So, geht auf. Was passiert jetzt? Jo, was? Hallo? Hä? Halt auf damit. Ich hab gedacht, du sollst aufhören! Alter, Scheiße. Wir haben da aber gleich. Wir haben da aber gleich. Ja, Mann, großes Deck. Boah, ich muss hier auch noch wegkloppen. Alter, das wäre etwas schwieriger als die große Futter. Aua. Protego. Stufe. Confringo. Eieiei. Regioso. Descendo. Ja. Wir müssen so AOE-Schaden machen. Weg mit dir. Oh, nein. Boah, der Kampf ist halt echt nicht ohne, ne? Krass. Protego! Stufo! Confringo! Darauf auszurasten, nur weil du ein bisschen brennst.
Nintendo! Leviosa! Nintendo! Confringo! Gut fertig gemacht. Jetzt ist noch eine über, right? Ja. Aber das ist die Schnelle. Jetzt haben wir sie auch. Heilige Maria. Beine sind einfach zu viel. Ja. Ach, das waren 395.000 Beine. What the fuck? Uiuiuiui. Haben wir jetzt wenigstens noch was Besonderes bekommen? Sowas wie Gift der Arbmantula oder so? Jo. Kein Gift oder sowas. Halt's Maul. Die war so schwer zu besiegen, die hat voll viel ausgehalten. Revelium. Hier ist echt nichts mehr. Boah, das ist jetzt ein bisschen traurig. Na gut, gehen wir weiter. Komm, trink! Heilige. Revelio. So. Ja. Confringo. Und Jump. Oh nein. Dann ich höre schon wieder auf ich damit. Hab das Gefühl. Ah, Moment. Ich muss mal. Der war jetzt gerade die ganze Zeit zufrieden. Weil er Essen hatte. Jetzt hat er geschlafen.